Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Streit über die geplante Neubewertung der Goldreserven hat sich weiter verschärft. Der FDP-Ehrenvorsitzende Lambsdorff warnte im WDR, wenn Finanzminister Weigel sich nicht mit der Bundesbank einige, werde es schwer für ihn, eine Mehrheit im Bundestag zu finden. Weigel selbst forderte die Zentralbank erneut auf, die gesetzgeberische Unabhängigkeit der Politik zu achten. Unterdessen dementierte ein Sprecher der Bundesbank einen Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, wonach sich Präsident Tietmeyer für eine Verschiebung der Währungsunion ausgesprochen habe. Radeln in Bayern. Bonn ist weit weg, aber nicht die Probleme. Der Bundesbankpräsident kündigte Widerstand gegen Weigels Plan an, die Goldreserven neu zu bewerten. Und obendrein, so wird man morgen im Spiegel lesen können, erklärte Bundesbankpräsident Tietmeyer, die Währungsunion könne ruhig verschoben werden. Ein Dementi vorab aus Frankfurt machte die Verwirrung dann komplett. Eine Verschiebungsdiskussion kann nur zu Reaktionen auf den Märkten führen, die eigentlich nicht zielführend sind. Und die Entscheidung über den Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion, den muss der Europäische Rat, den müssen die Regierungschefs fällen. Währungsunion verschieben oder nicht? Im Lager der Banker ist man sich wohl eher uneins. Der Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes: Der Euro ist insgesamt wünschenswert, aber muss auf einer glaubwürdigen Basis starten. Die muss erfüllt sein. Wenn das nicht erfüllt sein, kann eine Verschiebung nicht tabu sein. Was würden Sie für morgen für das Koalitionsgespräch empfehlen? Dass man eben doch auf die Absenkung des Solidaritätszuschlags verzichtet. Das will auch Weigel morgen im Koalitionsgespräch im Kanzleramt vorschlagen. Und, so hört man, die Erhöhung der Mineralölsteuer. Die Koalition steht vor einer Zerreißprobe. Die Stunde der Opposition. Das Chaos bei dieser Regierung wird jeden Tag größer. Immer neue Haushaltslöcher, panikartige Reaktionen, zum Beispiel der politische Überfall auf die Reserven der Bundesbank. Mit Kohl und Weigel gibt es keinen Neuanfang. Wir fordern die Regierung auf, den Weg freizumachen für Neuwahlen. Morgen Abend werden sich hier nun die Spitzen der Koalition im Kanzleramt treffen, um darüber zu beraten, wie diese große Krise zu meistern sei. Aus der FDP kam bereits heute die Drohung, man würde die Koalition platzen lassen, falls der Solidaritätszuschlag bleibt und falls es zur Erhöhung der Mineralölsteuer kommen würde. Einen Tag vor der zweiten Runde der französischen Parlamentswahl haben heute mehrere tausend Menschen in Paris gegen den Maastricht-Vertrag zur Einführung des Euro protestiert. Zu der Demonstration hatten mehrere linke Gruppierungen aufgerufen. Die Europäische Währungsunion spielte auch eine wichtige Rolle im Wahlkampf. Den letzten Tag vor der entscheidenden Stichwahl verbrachte Herausforderer Jospin in seinem Wahlkreis bei Toulouse. Neueste Umfragen sagen einen Sieg der Linken voraus. Die Kommunisten stellen bereits Bedingungen für die Regierungsbeteiligung. Das Linksbündnis spricht zum ersten Mal auch öffentlich von einem möglichen Sieg. Ich glaube, dass wir am Sonntag wirklich gewinnen können. Ihr kennt mich, ich bin bei solchen Prognosen sehr zurückhaltend. Aber Frankreich steht kurz vor einem Wechsel. Glaubt mir, wir können siegen. Die Konservativen demonstrierten auf ihrem Abschlussmeeting zwar noch einmal Einigkeit, doch die Wahl ihres neuen Spitzenreiters, des Maastricht-Gegners Seguin, stößt in den eigenen Reihen auf Kritik. Seguin, der im Falle eines Sieges die besten Chancen hat, Regierungschef zu werden, will den Vertrag von Maastricht nachbessern. Er besteht genauso wie die Sozialisten auf einer Wirtschaftsregierung als politisches Gegengewicht. Eine klare Kursänderung gegenüber der Linie des entmachteten Juppé. Auch wenn die französische Linke als Favoritin in die Stichwahl geht, wird Frankreich morgen ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen erleben. Die neue Regierung, egal ob links oder rechts, wird aber nicht mehr auf eine strenge Einhaltung der Euro-Kriterien drängen. Die Zeit der 3%-Bekenntnisse ist vorbei. Nach der Wahlschlappe zeigen sich nun auch die Konservativen hier flexibler. Man will die gemeinsame Währung, aber nicht um jeden Preis. Von nun an soll der Schwerpunkt auf der Beschäftigungspolitik liegen. Der türkische Regierungschef Erbakan musste sich heute erneut vor dem Nationalen Sicherheitsrat verantworten. Das von Militärs dominierte Gremium wollte Rechenschaft darüber, ob die seit Monaten angemahnten Maßnahmen gegen die schleichende Islamisierung umgesetzt werden. Gefordert wird unter anderem die Schließung von privaten Koranschulen. Durch den Kurs Erbakans ist die Türkei seit längerem in der Krise. Vorgezogene Wahlen scheinen unausweichlich, nur der Zeitpunkt ist noch umstritten.
In Zagreb hat US-Außenministerin Albright heute Morgen Kroatien scharf kritisiert. Sie warf Präsident Tudjman vor, Zusagen über die Wiedereingliederung von Flüchtlingen nicht eingehalten zu haben. Albright forderte von der kroatischen Regierung, die Voraussetzungen für eine Rückkehr der 1995 geflohenen Krajina-Serben zu schaffen. Zudem verlangte sie, dass Kroatien mutmaßliche Kriegsverbrecher an das UN-Tribunal in Den Haag ausliefert. Am Nachmittag ist die US-Außenministerin in Belgrad mit dem serbischen Präsidenten Milosevic zusammengetroffen. Auch hier hat sie die mangelnde Umsetzung des Daytoner Friedensabkommens kritisiert. Der russische Präsident Jelzin und der Präsident der Ukraine Kutschma haben heute in Kiew einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Beide Länder achten darin die territoriale Unversehrtheit und bestätigen die bestehenden Grenzen. Moskau erkennt auch die Zugehörigkeit der Krim und des Schwarzmeerhafens Sewastopol zur Ukraine an. Nach dem Vertrag haben sich beide Seiten auf den Verzicht von Gewalt oder deren Androhung verpflichtet. Eine Woche nach dem Putsch in Sierra Leone drohen immer mehr afrikanische Staaten mit einer Militärintervention. Sowohl Nigeria als auch Ghana sind zum Einsatz ihrer Truppen bereit, sollten Verhandlungen über eine friedliche Lösung fehlschlagen. Nach Großbritannien und den USA hat jetzt auch Frankreich mit der Evakuierung von Ausländern begonnen. Teile des Militärs hatten letzten Sonntag den ersten frei gewählten Präsidenten gestürzt und die Macht an sich gerissen. Das Internationale Rote Kreuz will seine Hilfslieferungen für die hungernden Menschen in Nordkorea um das Fünffache steigern. Ein Sprecher teilte mit, von Juli an sollten 700.000 Nordkoreaner mit Nahrung und Medikamenten versorgt werden. Zurzeit sind es rund 140.000. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind bis zur nächsten Ernte im Herbst 4,7 Millionen Menschen in dem kommunistischen Land vom Hungertod bedroht. Mit dem Besuch der Stadt Breslau hat Papst Johannes Paul II. Heute eine 11-tägige Reise durch Polen begonnen. Der 77-Jährige ist zum 7. Mal als Papst in seinem Heimatland. Dem Schicksal sei Dank, dass ich noch einmal nach Polen kommen konnte, sagte Papst Johannes Paul II. Bei seiner Ankunft in Breslau. Hier wecke alles Erinnerungen. Doch die Veränderungen im Land wurden schon bei der Begrüßung sichtbar. Ex-Kommunist und Nicht-Katholik-Präsident Kwaśniewski empfing den Papst. Johannes Paul II. Aber wählte an seinem ersten Besuchstag in der Heimat eher weniger kritische Worte als erwartet. So zeigte sich der Papst, der von Zehntausenden begeistert gefeiert wurde, erfreut über die wirtschaftlichen Erfolge des Landes, äußerte aber Sorge über die schmerzhaften Spannungen in der Gesellschaft. Es müssten auch die Rechte der Wehrlosen respektiert werden. Die viel diskutierte Abtreibungsfrage sprach der Papst vorerst nicht konkret an. In der Kathedrale traf sich Johannes Paul II. Mit Bischöfen, die gerade in letzter Zeit immer wieder kritisierten, dass der Glaube in Polen verdrängt werde. Zu all dem, so dürfte die katholische Kirche Polens hoffen, werde der Papst in den nächsten Tagen etwas sagen. Heute blieb es bei Willkommensgrüßen, zu denen auch Vertreter aus Partnerstädten ins Rathaus gekommen waren. Nicht zu übersehen ist, dass diese Reise des Papstes auch eine sehr private Rückkehr in seine Heimat ist. So wird er noch einmal das Grab seiner Eltern besuchen und die Wawelkathedrale, in der er seine erste Messe als Priester hielt. Auch ein Ausflug in die Berge der Hohen Tatra ist vorgesehen, dorthin, wo der junge Karol Wojtyla einst skilief. 11 Städte wird der Papst insgesamt besuchen. Wirklich ein Mammutprogramm für den 77-Jährigen. Die Ministerpräsidenten von Bayern und Rheinland-Pfalz, Stoiber und Beck, befürchten durch die geplante EU-Reform eine Zuwanderungswelle. Danach dürfen die mehr als 12 Millionen Ausländer in der Union in allen EU-Staaten wohnen und arbeiten. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Focus haben die beiden Länderchefs Bundeskanzler Kohl davor gewarnt, dass Hunderttausende nach Deutschland kommen könnten, um die vergleichsweise hohe Sozialhilfe zu beziehen. In Mainz haben die Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, Beck und Teufel, den Staatsvertrag über den Südwestrundfunk unterzeichnet. Der Vertrag regelt die Fusion des Südwestfunks mit dem Süddeutschen Rundfunk. Die neue Zwei-Länder-Anstalt wird die zweitgrößte in der ARD nach dem Westdeutschen Rundfunk sein. Sitz des künftigen Intendanten ist Stuttgart. Die Große Koalition in Berlin hat ihren Konflikt um Parlamentspräsident Haase zunächst beigelegt. CDU und SPD waren sich heute im Koalitionsausschuss einig, ihr Regierungsbündnis wie vorgesehen bis zur nächsten Abgeordnetenhauswahl 1999 fortzusetzen. Der Streit war ausgebrochen, nachdem die SPD am Donnerstag zusammen mit der Opposition den Rücktritt von Haase gefordert hatte. Heute Morgen ist der letzte Briefpostzug in Frankfurt eingetroffen.
Nach 148 Jahren beendeten Bahn und Post ihre Zusammenarbeit. Zuletzt beförderte die Bahn etwa 2% von rund 65 Millionen Briefen täglich. Die übrigen wurden geflogen oder per LKW transportiert. Bundesbahn und Naturschützer halten die Entscheidung für umweltfeindlich. Die Post dagegen betont, die Briefe würden jetzt schneller zugestellt. Zudem werde die Zahl der LKW-Transporte durch 83 neue Briefsammelzentren an Autobahnen auf ein Drittel verringert. Der Präsident der Bundesärztekammer Filmer fordert ein Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden und am Arbeitsplatz. Es sei ein Armutszeugnis, dass eine entsprechende fraktionsübergreifende Initiative immer noch nicht vom Bundestag beschlossen wurde, sagte er zum Weltnichtrauchertag. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation stirbt weltweit alle 10 Sekunden ein Mensch an den Folgen seines Tabakkonsums. Die Meisterschaftsschale des Deutschen Fußballbundes ist wieder in Händen des FC Bayern München. DFB-Präsident Braun überreichte Mannschaftskapitän Matthäus vor Anpfiff des letzten Spiels in Mönchengladbach die Trophäe. Bereits vor einer Woche hatten sich die Spieler im heimischen Stadion mit einem Sieg gegen den VfB Stuttgart die Meisterschaft vorzeitig gesichert. Es ist der 14. Titelgewinn des Rekordmeisters. Der Karlsruher SC hat am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga den TSV 1860 München überholt und sich so für den UEFA-Cup qualifiziert. Den Karlsruhern reichte ein Unentschieden in Freiburg, da die Münchner Löwen auf eigenem Platz verloren. Es war ein deprimierender Moment für Löwentrainer Werner Lorand. Der Schlusspfiff im Münchner Olympiastadion. 0:3 gegen Werder Bremen. Der Schock saß bei allen Beteiligten tief. Der Anfang vom Ende kurz vor der Pause, als Ex-Bayer Andreas Herzog Werder in Führung schoss. Psychologisch wichtig heißt es immer, heute auch zutreffend. 1860 bis dato wie gelähmt, ohne Rhythmus, nach dem Wechsel zwar schwung- und druckvoller, aber kaum torgefährlich. Ganz anders Bremen, das eine Viertelstunde vor Schluss binnen 3 Minuten alles klar machte. Beide Male durch den eingewechselten Bernd Hopsch. Vor 54.000 Zuschauern präsentierten sich die Löwen zudem in der Abwehr als anfällig. Werder dagegen zeigte nach einer durchwachsenen Saison im letzten Spiel nochmals eine beherzte und versöhnliche Leistung. 1860 muss nun darauf hoffen, dass der VfB Stuttgart gegen Cottbus den DFB-Pokal gewinnt, um so noch als Tabellensiebter in den UEFA Cup zu gelangen. Hier alle Ergebnisse vom letzten Spieltag 1860 München, Bremen 0:3, wie gesehen. Leverkusen-Bochum 2:0, Düsseldorf-Hamburg 1:1, Freiburg-Karlsruhe 1:1, Rostock-Schalke 0:1, Stuttgart-Bielefeld 4:2, Mönchengladbach-Bayern-München 2:2, St. Pauli-Duisburg 0:2, Dortmund-Köln 2:1. Die Lottozahlen 2, 10, 15, 26, 32, 37, Zusatzzahl 8, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 2, 5, 9, 3, 3, 9. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 4, 5, 6, 5, 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 1. Juni. Wie der Mai aufhört, so macht der Juni weiter. Die Sonne scheint, dennoch bleibt es kühl. Zwischen einem Hoch im Nordwesten und einem Tief über der Ukraine fließt noch immer Luft polaren Ursprungs nach Mitteleuropa. Ein Tief über den Pyrenäen verstärkt sich und schickt Bewölkung bis über die Alpen. Die Aussichten im Einzelnen. Von lockeren Wolkenfeldern abgesehen scheint meist die Sonne. Nur im Erzgebirge sind einzelne kurze Schauer möglich. Am Nordrand der Alpen ziehen am Nachmittag dichtere Wolken auf. Mäßiger bis frischer, an der Ostsee auch starker und böiger Wind weht um Nordost. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad. Bodenfrost ist nicht auszuschließen. Tagsüber an der Ostsee, an Oder und Neiße und den höheren Lagen nur um 14 Grad. Sonst 17 bis 20, im Südwesten bis 22. In den nächsten Tagen gibt es keine wesentliche Änderung. Sonne, 16 Grad an den Küsten, 23 im oberrheinischen Tiefland.